Muschi! Oder hat er Musik gesagt? Die beschwören aber nur Succubus bisher. Ich habe jetzt noch nichts anderes gesehen. Nee, warte. Mehrzahl ist Succubi, oder? Succubi. Entschuldigung. Sprecht mit dem Adligen. Tretet vor, auf das Meister Elias euch richten möge. Oh ja. Er zeigt weder Furcht noch Zaudern. Eigentlich werden wir ihn richten, aber okay. Das werden wir nicht. Ich möchte ihn erstmal ein bisschen weiter weggehen lassen. Ich weiß nämlich nicht, was passieren würde, wenn da jemand quasi bei ist. Wenn wir da reingehen. Oh, Tränke, sehr schön. Ich habe genug Tränke. Ich hoffe, ich habe noch welche übrig. Elias, ich wusste, ihr würdet kommen, Lore. Ihr habt uns mit dem verborgenen Auge ausspioniert, nicht wahr? Ihr glaubt, ich würde solche Magie an euch verschwenden. Ihr seid immer noch genauso engstirnig wie an dem Tag, als ich euch verließ. Ich werde euch von eurem Leid erlösen, alter Mann. Das werde ich nicht zulassen, was Maus war. Ich sitze ein bisschen sehr schnell, ne? Wir sollten das verborgene Auge finden, solange uns noch Zeit bleibt. Wir können es nicht diesen Fanatikern überlassen. Halt! Ich sehe etwas. Mephisto, Diablo, die Zerstörung Sanctuarius steht bevor, und ihr zweifelt noch. Nur Fanatiker und Narren leben ohne Zweifel, Mutter. Wenn wir gerettet werden, dann durch eure Hand. Ich bin zu eurer Ermächtigung hier. Nicht zur Rettung. In meinem Schatten werden die Starken der Macht der Hölle trotzen. Die Schwachen sind auf sich gestellt. Andariel lebt. Die Horadrim sterben. Koste es, was es wolle. Koste es, was es wolle. Ich hatte eine weitere Vision. Lilith glaubt, die großen Übel werden Sanctuario zerstören und befähigt Menschen, sich gegen sie zu stellen. Deshalb versammeln sie und Elias Anhänger. Sie bauen eine verdammte Armee auf.
Ja, Lorath. Die Herrscher der Hölle bedrohen unsere Existenz und wir. Das habe ich mir gedacht. Etwas dagegen. Elias, wie könnt ihr noch am Leben sein? Ihr werdet niemals verstehen, was ich für diese Welt getan habe. Diesmal ist es schwieriger auf jeden Fall zu töten, aber... Er stirbt so langsam, aber sicher. So gegen ihn anrennen. Er wird uns zermürben. Wir müssen entkommen, aber nicht ohne das verborgene Auge. Wenn wir es an uns nehmen könnten, würde er zumindest etwas an Macht einbüßen. Das stimmt. Aber wo ist es? In den Bergen haben die Mutter und ich ein Dorf gesehen. Die Leute dort, frierend und hungrig, beteten ein Licht an, das ihnen keine Wärme spendete. Aber in ihrer Gegenwart wurde ein neues Feuer in ihren Herzen entfacht. Sie sollten nie wieder hungern oder frieren. Okay. Deswegen haben sie so viele Anhänger. Die Frage ist auch so ein bisschen, wo wird Elias immer wiedergeholt? Und. Hallo? Und. Wie lange braucht es? Also, gerade war er ja relativ lange am Leben. Bevor wir das erste Mal getötet haben. Na, wir hatten ihn das letzte Mal quasi getötet. Oder er hat sich selbst getötet. Als Andaril versucht wurde zu beschwören. Da ist er, hat er halt Blut geopfert quasi und sich selbst, um diese Beschwörung voranzubringen. Und das war dann halt, keine Ahnung, ich sag mal, wenn wir das mal mit dem durch die Wüste waren, dann ein bisschen in die Länge gezogen hätten, sag ich mal, dann hätten wir vielleicht 2 Tage gebraucht. Es wäre also 2 Tage her. Und jetzt haben wir dann mal innerhalb von... Lass es 20 Minuten gewesen sein, in der Zeit hier im Spiel. Gekillt. Okay.
Das heißt, es sollte, glaube ich, etwas länger brauchen, bis er... Nein. Eure Natur. Niemals. Irgendwann werdet ihr aufgeschlagen. Das tut ihr. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, dass Lilith sowas in die Richtung plant, aber ich weiß halt nicht, womit sie das erreichen will. Und je nachdem, wie sie es erreichen will, bin ich schon dann dagegen. Ach, guck mal, da gibt es einen Brunnen. Ist ja schön. Nichts ändern. Es ist zu spät, das zu beenden, was Lilith begonnen hat. Ah, guck mal, jetzt haben wir die richtige Lebensweise. Schilde. Hm.
Das ist das Auge? Hier ist es. Das verborgene Auge. Meshiv kann uns dabei helfen, das Artefakt weit weg von diesem Ort zu bringen. Aber wir müssen uns beeilen, bevor Elias zurückkehrt. Diese Öffnung dort ist unsere beste Fluchtmöglichkeit. Dann gehen wir mal raus. Level up. Akt 3 ist fast abgeschlossen, sagt das Spiel. Aha. Wait, kann ich das doch machen? Ne, genau eine Zeit. Okay. Ich bin's gerade kurz gedacht. So, genau. Warte mal, hatte ich noch irgendeine Stimmt, das ist ja auch noch mit mehr Schaden. Hab ich voll vergessen. Habe ich noch eine Passive, die mir mehr Schaden bringt? Das ist auch wieder nur Death. Mehr Geisteskraft, ja, sehe ich aber ansonsten nicht so gut. Erstmal momentan zumindest. Ich mache, glaube ich, den wirklich. So, dann runter hier. Danke für den Ring. Drückt hierzu. Wir müssen die Blutung stoppen. Noch nö, ne? Ich habe wohl im Alter nachgelassen, was, Deckard? Ist doch nicht sein Ernst. Nein. Hey, da seid ihr. Habt ihr den Zauberer getötet? Nicht reden. Der Sturm lässt nach. Wir bringen euch hier weg. Oh, zu schade. Ich hab meinen erwischt, nur zu spät. Der Teufel hat mir in den Rücken gestochen. Aufgespießt wie eine Stachelratte. So kann's gehen. Was, Deckard? Ei. So kann es gehen. Ich hab gedacht, er trinkt nicht mehr. Und was machen wir jetzt mit dem Auge? Sie werden kommen. Ich nehme das verborgene Auge. Wir brauchen einen sicheren Ort, um es zu untersuchen, um es gegen sie zu verwenden. Wir treffen uns in der Wüstenkapelle. Los! Heiße. Ach so. Das war ja einfach. Ich habe Neuigkeiten über Elias. Hä? Welche Neuigkeiten? Habt ihr ihn getötet? Mehr als einmal sogar. Er bleibt nur leider nie tot. Er ist mächtiger, als ich dachte. Ich habe ihn unterschätzt. Ich auch. Aber zumindest konnten wir ihm etwas Wichtiges entreißen. Das verborgene Auge. Ich glaube, damit konnte er aus der Ferne mit Lilith kommunizieren. Ein mächtiges Stück Magie. Und gefährlich. Vielleicht können wir es zu unserem Vorteil nutzen. Gebt mir etwas Zeit, es zu studieren. Die großen Übel formten sich neu. Die Hölle war im Anmarsch. Aber Elias war die Antwort auf niemandes Gebet. Will man über jemanden urteilen, sollte man ihn an seinen Taten messen, nicht an seinen Worten. Ganz einfach.
Elias predigte davon, die Welt zu retten, während er auf einem Berg von Leichen stand. Und dann war da der Wanderer. All das, was Elias nicht war. Befleckt von Lillis Blut und doch in der Lage, ihrer Verderbnis zu widerstehen. Dies konnte ich an seinen Taten erkennen. Und dies war der Moment, an dem ich wirklich zu glauben anfing, dass wir das Böse gemeinsam aufhalten könnten. In seinem Kult muss es grausam gewesen sein. Nicht grausamer als der Rest von Sanctuarius Schattenseite. Akt 3 beendet. Oh, ich habe gar nicht geguckt, was ich bekommen habe die ganze Zeit. Da gehen noch irgendwelche Erfolge ein. Die weißen Sachen. Wahrscheinlich alles einfach nur Crap. Genauso die blauen mittlerweile. 300 Schaden. Achso, warte, das ist eine einhändige Axt. Das macht Sinn. Mishis Schwert. Es ist wirklich, dass man. Ne, es ist nicht immer am Ende des Aktes. Ne, es stimmt nicht. Es ist nicht immer am Ende des Aktes. Aber man bekommt anscheinend wirklich immer von so einem Namenscharakter, der dann stirbt oder einen Verlust hinzunehmen hatte, weil wir hatten ja, glaube ich, auch so einen Donan bekommen. Meine ich. Dass man dann da von demjenigen einen Gegenstand kriegt. Bayonem, Ausweichchance, Felsbrocken, gesamte Rüstung, leere Röcke, nee. Nee. Ich hab halt hier Niedertrampel und Dorn. Nee. Keine Chance. Gut, was will denn der Lorat noch? Es tut mir leid, dass wir Mishif nicht retten konnten. Im Gegensatz zu Elias glaubt die Kathedrale, dass die Prophezeiung von Inarius spricht. Woher stammt das verborgene Auge? Von Oma, wie immer. Er hat Besseres verdient. Verdammt, ich bin daran schuld. Natürlich. Ihr gesamter Glaube hängt daran. Inarius ist der Speer, der das Herz des Hasses durchschlagen wird. Die Ritter der Reue sind die erstarkten Schwachen. Prava ist die Mutter, die ein neues Zeitalter aus der Asche formen wird. Sie haben einen Weg gefunden, jeden Teil auf sich zu beziehen. Dieses Relikt stammt aus einer Zeit, als die Welt noch jung war. Viele Jahre lang wurde es von einem Jägerinnenorden namens Schwestern des verborgenen Auges bewacht. Ich weiß nicht, wie sie es verloren haben, aber die Schwestern sollen nicht mehr so stark sein wie einst. Ihr Wissen wurde an andere weitergegeben. Doch die meisten Jägerinnen, die man heutzutage antrifft, sind keine wahren Mitglieder des Ordens. Also gibt's die Jägerin noch, obwohl die vom Anfang der Zeit sind quasi. Krass, ist nicht schlecht. Fühlt euch besser. Thaisa? Ich glaube, Thaisa sagt immer, ne? Ich kann Andariels Geflüster meist aussperren, aber nicht immer. Besser ein Flüstern, als dass sie die Welt erneut beschreitet. Andariel ist Teil des Plans von Lilith und Elias. Aber wie? Was wissen wir bisher? Lilith ging einen Pakt mit Astaroth ein. Ein Dämon, der ihrem Vater diente. Interessante Wahl eines Verbündeten. Und sie hat einen Schlüssel zur Hölle. Dort wird sie als Verräterin angesehen. Warum sollte sie also hingehen? Das stimmt. Und ist sie bereits dort? Das könnte auch sein. Wir brauchen Antworten. Ja, wir brauchen Antworten. Elias hat das verborgene Auge benutzt, um mit Lilith zu sprechen. Vielleicht kann es uns helfen. Bringt es bitte her. Es ist riskant, doch uns bleibt keine Wahl. Wenn ihr bereit seid, stellt euch Lilith vor
und blickt in das Auge. Ich gehe mal von hier, weil das sieht so aus, als ob es richtig wäre. Was ist passiert? Sie sah mich. Sie weiß, dass wir nach ihr suchen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unsere Verfolgung aufnimmt. Nicht unbedingt. Wie meint ihr das? Mephisto formt sich neu. Lilith will sich seine Kräfte einverleiben, solange er noch geschwächt ist. Darauf habt ihr euch also vorbereitet. Gut, alter Mann. Denk nach. Denk nach! Wenn sie sich Mephistos Macht aneignet, wird sie selbst zum großen Übel werden. Dann kann sie die Hölle erobern. Und Sanctuario ebenfalls. Ich habe eine Idee, wie man sie aufhalten kann. Aber damit das funktioniert, brauchen wir die Hilfe eines alten Verbündeten. Überbringt Donan diese Nachricht. Er wird in Kiowaschat Rat gesucht haben. Donan. Okay. Ich kann auch mal mit den beiden reden. Mach ich auch. Was wisst ihr über Andariel? Mehr als mir lieb ist. Ihr Schmerz ist vorzeitlich, unaussprechlich. Sie war einst Teil von etwas Größerem. Sie will nicht, dass ich darüber nachdenke. Ja, das haben wir ja auch gehört, irgend so eine Bestie mit 7 Köpfen und die wurde halt aufgeteilt in die 3 großen und 4 drei großen und 4 geringen Übel. Das hat sie, glaube ich, hier gerade angedeutet auch. Könnte Sanctuario helfen, wenn Lilith Mephisto in sich aufnimmt? Und was habt ihr in dem Brief geschrieben? Wir starten wie immer vor oben. Es wäre ein herber Schlag gegen die Hölle, so viel ist sicher. Aber wäre das wirklich zu unserem Vorteil, wie sie behauptet? All ihr Handeln ist von Hass getrieben. Das liegt in ihrer Natur und das wird sie nie ändern können. Ich schiebe mal kurz noch das andere hinzu, dazwischen. Ihr sagt also, ihre Pläne würden über den Schutz der Menschheit hinausgehen. Ich sage, dass man das unmöglich wissen kann. Sie kann in unsere Herzen sehen und sagen, was wir hören wollen. Ihr habt das bei Donan, Elias und den anderen gesehen. Ihr zu vertrauen würde bedeuten, das Schicksal der Menschheit aufs Spiel zu setzen. Ein solches Risiko gehe ich nicht ein. Ja, verständlich. Der Beginn eines Plans, um Lilith aufzuhalten. Eines ist sicher, wir brauchen einen Seelenstein. Und das heißt, wir brauchen Donan. Wenn ihr den Brief überbringt, wird er es verstehen. Okay. Gut. Überbringen wir den Brief. Wohin überhaupt?
okay. Gut. Was haben wir hier eigentlich? Malnok. Ich glaube, Malnok bin ich nur irgendwie vorbeigelaufen oder so. Aber ich muss noch sagen, es fehlt noch relativ viel von der Map. Klar, hier sind so ein paar kleine Nebel des Krieges, aber die sind jetzt nicht so schlimm. Aber hier, ne, fehlt ja hier noch relativ viel und hier fehlt noch viel. Also ich glaube, wir sind noch nicht sehr... Wir sind jetzt zwar Akt 4, aber es ist, glaube ich, noch nicht annähernd zu Ende. Noch nicht annähernd zu Ende. Okay, aber ich würde sagen, hier mache ich wieder Schluss. Und wir werden wahrscheinlich erst, also ich werde dann wahrscheinlich erst morgen wieder aufnehmen. Das heißt, dann ist Sonntag. Drei Akte beendet, vierter ist jetzt angefangen. Ich muss leider sagen, ich weiß nicht, inwiefern ich wirklich das komplette Spiel an diesem Wochenende schaffe. Ich hoffe, ich schaffe noch so viel es geht. Ich weiß nicht, ob ich es kriege. Wir werden sehen, wir werden sehen. Also, ich bedanke mich fürs Dabeisein und dann bis von mir aus morgen, beziehungsweise von euch aus natürlich auch, weil jeden Tag kommt eine neue Folge. Also, ciao, ciao.